Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem liebe Kollegen von der FDP, Sie haben einen Missbilligungsantrag gestellt. Das ist eine Institution, die es seit 30 Jahren im Bundestag nicht bedurfte. Und jetzt ist die Situation so, jetzt wieder Kompliment dafür, dass Sie sich daran erinnert haben. Allerdings hat es, muss man fairerweise sagen, Heiko Maas hat es Ihnen nicht besonders schwer gemacht. Laut aktuellen Umfragen sind lediglich 4,5% der Deutschen mit seinen Leistungen sehr zufrieden. Das mag den einigen Kollegen von der SPD angesichts der aktuellen Wahlergebnisse als eine hohe Zahl erscheinen. Aber uns allen anderen macht es deutlich, wie schlecht die Amtsführung von Heiko Maas ist. Und ich denke, man kann hier mit Fug und Recht behaupten, wir haben hier den schlechtesten Außenminister aller Zeiten. Das Auswärtige Amt hat ein hohes Ansehen genossen und ich denke da an wirklich große Außenminister Walter Scheel, Hans-Dietrich Genscher. Unsere Diplomaten waren in aller Welt respektiert. Nach 2 Jahren Heiko Maas ist Deutschland in der Welt isoliert. Die Beamten wurden oft der Lächerlichkeit preisgegeben. Kurzum, der gute Ruf der deutschen Diplomatie und auch unseres Landes wurde beschädigt. Heiko Maas macht keine Diplomatie. Heiko Maas macht eine Ausbildung zum Außenminister auf Kosten des deutschen Steuerzahlers. Das ist besonders deutlich an den Beziehungen zu den drei wichtigsten Ländern, zu den USA, zu Russland, zu China. Schauen Sie, was passierte gerade mit China. Das ist einer der wichtigen Handelspartner Deutschlands. Und gerade in einer weltpolitisch fragilen Lage, in einer Spannung mit den USA, wo es Fingerspitzengefühl in der Diplomatie bedürfte, was macht da Heiko Maas? Trifft sich ausgerechnet mit dem Protestler aus Hongkong, Joshua Wong. Wozu führt das? Natürlich, chinesischer Botschafter ist verärgert, spricht von Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten. Die Führung in Peking spricht von einem Akt der Respektlosigkeit. Das ist Diplomatie à la Maas. Ja? Und übrigens, wenn sich Maas auf Menschenrechte beruft, ja, dass die ihm wichtig sind, ist das eine pure Heuchelei. Denn als in Frankreich die Gelbwesten genauso protestiert haben und zusammengeschossen wurden und da 50 Menschen schwer verletzt wurden, Augenlicht verloren haben, zum Teil abgerissene Hände hatten, da hat er nicht interveniert, da waren ihm die Menschenrechte völlig egal. Mit Russland ist die Lage nicht viel besser. Er hat sich mit dem russischen Präsidenten Putin angelegt, hat die Legitimität der Wahlen angezweifelt. Mit Außenminister Lavrov hat er sich in Moskau auf offener Bühne gestritten, angeblich, weil ihm die Pressefreiheit so wichtig ist. Komisch, dass er dann einen deutschen Journalisten im venezolanischen Knast über 100 Tage verrotten ließ. Und als ihn, und das ist Ironie der Geschichte, genau dieser russische Außenminister aus dem Knast rausgeholt hat, da hat Heiko Maas sich nicht mal bedankt. Und USA, wie sind die Beziehungen zu USA? Das ist empirisch belegt durch Umfragen. Wir haben das schlechteste Verhältnis zu den USA seit dem Zweiten Weltkrieg, liebe Freunde. Und das ist, ja, da lachen Sie, aber das scheint ja die Linie der SPD sein, weil ihr Bundespräsident, der macht da genau weiter, der beschimpft den US-amerikanischen Präsidenten als Hassprediger, gratuliert ihm nicht zur Amtseinführung, dafür aber dem iranischen Regime zu 40 Jahre Revolution, Folter und Unterdrückung. Wissen Sie, jüngstes Beispiel, und Sie haben das schon angesprochen, 30 Jahre Mauerfall und Heiko Maas veröffentlicht einen Artikel in allen möglichen Zeitungen hier in Europa, bedankt sich bei Rumänien, Estland, Lettland, Litauen, aber den USA dankt er ostentativ nicht. Ausgerechnet unserem Befreier, ausgerechnet dem wichtigsten Verbündeten und dem Land, das die UdSSR in die Knie gezwungen hat, dem dankt er nicht. Und da sagt selbst Ihr Koalitionspartner von der CDU, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der von uns allen geschätzte Dr. Norbert Röttgen, das war historischer Fehltritt. Ja? Und die Bild-Zeitung titelt, der Außenminister steht mit beiden Beinen im Fettnapf.
Wissen Sie, ich schließe mit Ausführungen von Heiko Maas gestern. Der hat gestern nämlich gesagt, er hat die USA in seinem Artikel ausreichend erwähnt. Ja, lieber Heiko Maas, wenn sich der ehemalige und der aktuelle amerikanische Botschafter über Ihre Äußerungen ärgert, wenn Generäle sich darüber ärgern, wenn selbst Ihr Koalitionspartner peinlich berührt ist, dann ist Ihre Leistung nicht ausreichend, dann ist sie ungenügend. Note 6, Sie sind bei dieser Prüfung durchgefallen.